Herzlich willkommen bei Arma 3 Real Life RPG. Heute kommt es zum Stoßstangenvergleich mit der Polizei und der eintreffende Rackler haut mehr Sprüche raus, als er Autos repariert. Hey, ich blut mal wieder. Hat der lange Guten Tag. Moinsinn. Guten Tag. Na, wie geht's? Ja, es geht so. Ich würde mal sagen, wir beide waren zu schnell dran. Aber ich bin rechts gefahren und Sie? Nein, wie geht es Ihnen? Ja, es geht. Nur ein kleiner Kratzer. Gut. Ja, ich denke, wir beide brauchen einen Reifen. Ja, das sieht so aus. Ami? 3010 Status 4 VU. Ja. Tag. Ja. Ich rufe mal eben hier, ich habe ein bisschen Connections. Achso. Erstmal einen Chef anrufen. Wo ist der Heli? Der macht mich irre. Mann. Wer? Was sind Sie denn? Mein Name ist Oscar Herrera. Moment, ich zeig mal eben meinen Ausweis. Haben Sie gerade was zu tun? Ja, super. Hallo, Herr Herr. Ja, Herrera. So. Könnten Sie ich einmal zum Flughafen Auenland kommen? Mein GT hat so einen leichten Schaden und Ihre Mitarbeiter wollen jedes Mal versuchen, das Fahrzeug mir abzukaufen oder ähnliches. Es wäre nett, wenn Sie vorbeikommen würden. Alles klar. Wissen Sie da, wo der ATM ist? Ach, es geht so. Geht. Ja, richtig, genau da stehen wir gegenüber. Ja. Ich kam gerade eben frisch. Alles klar, danke, bis gleich. Ja? Entschuldigung, ich habe manchmal so Probleme, dass ich reinrede. Ja, ich kam gerade eben frisch vom Rack, weil mich vorhin jemand von der Fahrbahn gedrängt hat. Mensch! Ja, neue Stammkunde würde ich mal behaupten. Ja. Übrigens, Tarasov kommt. Ja? Sofort? Ja. Das ist ja wunderbar. Aber wenn ich anrufe, dann kommen die sofort. Ja. Wann ist von dem Rack alles um? Keine Ahnung. Ich glaube irgendwie nur Azubis. Dann glaube ich noch Taras. Ja, super. Brauchen Sie irgendwie einen Unfallbericht oder sonstiges? Ach, nee. Ich glaub nicht. Nee. Ja, macht alles natürlich der Herr Ambarenia. Was? Was mache ich? Muss mal abwarten, wie die Kosten übernehmen. Ja, die Rechnung, die geht auf uns. Okay, dann brauchst du auch keinen Unfallbericht. Weil Unfallbericht tatsächlich müsste ich für die Verkühl holen. Oh. Die Verkehrsüberwachung macht nur die Aufnahme, macht bei uns nicht der normale Streifendienst. Ja. Weil ihr Auto hat es auch ordentlich erwischt. Das schöne Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich dran war. Nein, aber ich glaube schon. Also, Spitze bist auf jeden Fall nicht gefahren, sonst wären wir nicht mehr hier gewesen. Aber ich weiß nicht, gerade eben, ich stelle mich neben. Oder beziehungsweise hinter ein Auto. Das Auto fliegt einfach davon. Ja. Oh, merkwürdig. Also, welches Auto? Ihr Auto oder das andere Auto? Das andere. Einfach weg. Aber gut. Vielleicht ein bisschen zu viel Harry Potter gesehen. Naja, gucken wir mal. Wie lange denkst du, braucht der? Ne? Der war also, in der ZNA. Oh, okay. Also sollte gleich da sein. Da kommt der Taras auf. Ja, es ging aber wirklich schnell. Ja, wie gesagt, wenn ich anrufe, ne? Zack, zack, hier. Bitte was? Mimi? Ja? Übrigens, ohne Kappe siehst du ein bisschen komisch aus. Ich weiß, ab C2 kann ich hier eine aufsetzen. Hallo, Herr Tarasov. Moinsinn. Mahlzeit. Hallo, was soll denn hier essen? Also jetzt ist hässlich, ja. Ach, hat er jetzt auch bemerkt. Okay, wenn das jetzt Mercedes wäre, ich gesagt, das wäre Krieg der Sterne hier gewesen, aber nein. Wow. Witzig, ne? Ja. Der ist aber alt, den habe ich schon öfters von dir gehört. Den habe ich glaube ich noch nie gebracht. Doch, bei mir mindestens schon viermal. Ja, nein. Doch. So oft habe ich hier mit Mercedes nichts zu tun. Bei mir aber. Bei mir aber. Hallo, ich fahre nur Stern. Eieiei. Ich dachte, ich wäre abgehoben. Nee. Unglaublich. Sag mal was so, habt ihr denn hier? Einmal ein bisschen Stoßstangenvergleich.
Ein mein fetter Knutscher. Das ist hier so mit. Ja. Sieht nach Unentschieden aus. Ja, finde ich auch. Doch Unentschieden. Tarasov? Ja. Obwohl? Ja, genau. Gerade eben bin ich auch noch zu einem Auto hingefahren. Und es ist dann abgehoben. Wortwörtlich. Das steht da hinten. Ja, das ist ein schwarzer Nemo. Mal, ne? Ja, der stand da vorhin auch schon. Den sollten wir schon mal abschleppen, aber irgendwie. Ja, und jetzt steht er halt unten am Flugzeug. Hat er sich dann weiter weg entfernt und jetzt steht er noch ganz woanders. Er ist ja noch besser. Ja, also der bewegt sich selber zur Garage hin. Ich glaube, wir lassen einfach da stehen, wo es ist. Magie! Die Sirene funktioniert, da kommt kein Auto! Ich muss sagen, Hupe geht, mach mal Licht. Ja, sag du das mal zu dem. Hey! Ja, wenn da keiner auf dem Boden liegt, fahren die einfach weiter. Das kenne ich schon. Ist genauso wie wenn ich nach dem Auftrag. Wenn ich keinen Auftrag habe, fahre ich auch weiter. Was ist denn nicht? Das mache ich auch so. Ja, soll einen Auftrag schreiben, dafür haben sie ein Telefon. Und damals, wo ich noch beim Rettungsdienst war, da habe ich mal gesagt: Nee, lassen Sie erstmal einen RTW kommen, wenn es schlimmer wird, komme ich. Echt? Ja. Ich hab das letzte Mal einmal angehalten, da wollte mich sofort einer ausnehmen. Da habe ich dann auch noch gedacht, ich so, Junge, dein Ernst? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Hat einen Unfall, kommt überhaupt nicht klar auf sein Leben, aber will mich ausnehmen dann nicht. Trotzdem nicht weg. Doch blöd. Also ich fand das auch mal lustig, wo ich noch bei dem Rettungsdienst war. So, fahren Sie vorsichtig, heute sind nur Idioten auf der Straße. 5 Meter weit, die kommen. Dann ist schon jemand reingefahren. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen, ja. Ja, das hast du auch mir gesagt, so. Fahr vorsichtig, der kam einfach schon von vorne entgegen und bam! Ja. Ach, ist kaputt. Guck mal, der hat gar keine Scheiben. Oh, da kommen sie wieder. Haben sie gemerkt, dass es hier ist. Ach, haben sie einen Rettungsdienst bestellt? Nö, ich nicht. Ich dachte, sie haben einen bestellen. Nö. Achso. Hallo, Herr Fuchs, hallo, hallo Herr Milz. Hallo. Wahnsinn. Hi. Ambi, Kennedy und Tarasov. Ja, ich muss gerade überlegen. Habt ihr irgendwie eine Explosion hinten am Flugzeughändler gehört? Nee, nur ein fliegendes Auto. Ja, ist auch schon lange her. Okay. Also wir haben das Flugzeug, also der Nemo ist von da oben ein Bogen, ungefähr 90 Grad in die Höhe. Und das hat gebrannt, das sah aus wie ein brandendes Flugzeug, deswegen kann sein, dass es in der Dispatch kam. Ja, ich würde eher so. Ja, aber der ist halt nicht mehr da, deswegen dachte ich, also, aber da liegt halt nicht so viel Blut, dass er halt Koma fallen könnte, aber okay. Da war auch keiner drin im Auto, das war so Valer. Ach, das war der Durango, oder? Nee, das war der Nemo. Da steht gar kein Nemo mehr. Ja, doch. Hinter dem Durango. Der ist wahrscheinlich schon weiter Richtung Garage. Weiter geflogen. Ja, auf jeden Fall habt ihr da keinen gesehen. Nee. Schade. Ja, sein können. Wahrscheinlich auch schon. Du, aber du musst dir mal umlackieren, den Papa schlumpft blau oder so. Ja, darum habe ich auch daraus auf hier, ne? Auffällig rot ist doch schön. Der Papa schlumpft blau oder so. Kannst du das für da. 6 melden, dann mache ich euch kurz meine Stimmbänder an. RTW 3, Status 6. Ihr könnt uns auch ruhig behandeln. Ich hab tatsächlich nichts. Ja, ich wusste ja nicht, ich hab ein bisschen was an meinem Bein. Ich war gerade jetzt in Behandlung. Ich hab auch wenn ich jetzt wieder Bein. Was hätte. Ja, also, woher soll ich mir das denn wissen? Guck, hier liegt überall Blut. Ja, es liegt überall, überall. Ja, dann hol die Kriminalpolizei. Das muss doktoriert werden hier. Doktoriert? Heißt nicht dokumentiert? Analysiert? Doktoriert. Wow. Anal. Oh ja. Ja, ich hab anal gesagt. Genau, oh nein, sie springt sofort darauf an. Ach, Gottes Willen. Frauen immer so arschfixiert, so. Ey. Haben ist die halt das denn wahr? Auch was? Ei. Ja, Kleinigkeitsstandard. Hä? Hast du gerade nicht gesagt, ich hab überhaupt gar nichts? Ich hab ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Aber Ambi GZ, ne? Warum? Ja, Obermeister. Achso, ja. Passiert halt, ne? Nach einer Zeit. Hey, jetzt kann ich Obermeister sein. Hey, ich hab ne M4, Oh. Echt? Ich hab Pokémon.
Geil, ich weiß gar nicht, wer das zu mir gesagt hatte. Ja, das ist ja endlich mal ein gescheites Auto. Ich guck ihn so an. Du weißt, dass ich ein GD hab? Scheiße. Wie viel Millionen hast du hingeblättert? 14. Alter. Woher hat man bitte schön so viel Geld? Rettungsdienst. Also ich würde mal meine Garage verkaufen, was dann könnte ich. Für? Was? Du hast im Rettungsdienst 14 Millionen angehäuft. Ich hab im Rettungsdienst 25 Millionen angehäuft. Ja, ich kann bei dir eine Personenabfrage machen. Geil, aktuell habe ich nur 3,7. Also ich glaube, da wird wahrscheinlich draufstehen erhöhte Geschwindigkeit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich Fahrzeuge auch mal letztens so ein bisschen gekauft, Cerberus, so 3, 4, 5. Ja, der Geldberg, ich glaube, der gehört ihm. Aber der wird dann weiter ausgegeben. Aber ansonsten, Kennedy, kannst du gerne machen. Ich glaube zwar nicht, dass da was draufsteht, aber... Hab ich so mit? Was sagt man bei dir? Ja, bei mir. Safe erhöhte Geschwindigkeit? Ja, das könnte vielleicht sein. Ich bin auf der Autobahn, da stand so ein 80er-Schild und ich bin da vielleicht so mit 200 dran vorbei. Nee, tatsächlich nicht. Oh, tatsächlich nicht. Und bei mir? Es wäre schlecht, wenn beim Ersthelfer was stehen würde. gleich kommen wir so vierfacher Mord. Ich bewege! Was wäre, ich oder er? Der Ersthelfer. Achso. Milz hat Money. Ja, ich habe ein bisschen Money. Sag was auf, bist du auch noch verletzt? Nee, aber ich brauche Methadon, wenn er. Ah, Herr Herrera. Ihm geht's auch gut? Ja, oder jetzt geht's mir wieder hat super. RTW 3. Ja, das ist super. So. Ich nehme mal ein bisschen MDMA, Spaß ist, was du draus machst und so. Wow. Hat sich jemand verletzt? Nee? Super, viel Spaß noch. Ja, danke, werden wir nicht haben. Eieiei. Da schauen sie, ihr Auto schaut doch jetzt schon wieder schön aus. Ja, fast wie neu. Ja, gegen das Symbol vorne drauf kann man nichts machen, das ist einfach so. Ja, das nämlich schaut ihr Auto schon mal aus. Also, das sieht gut aus. Naja. Was, naja? Du weißt kein GT hier, ne? Ich finde generell Porsche nicht so geil. Ah, das ist so einer von denen, die ich noch ganz gut finde. Die sind auch nicht toll. Billige Verarbeitung, billige Lohnkräfte, die daran arbeiten. Und da sehen die auch nicht so toll aus. Was? Der GT? Mein Porsche finde ich generell nicht geil. Oh, außer ein GT3, den finde ich geil. Der Mercedes auch nicht so toll. Hey. Ja, ich fahr lieber VW, ey. Was? Da habe ich aber keine 638 PS und 900 Newtonmeter. Ich habe einen Golf 3. Der hat 980 PS und der hat 1200 Newtonmeter. Ja gut, aber meiner ist nicht getuned. Nein, der Motor ist normal so, ne? Ohne Turbolader und so, ne? Ja, der wird so automatisch im Werk gebaut. Ach, Quatsch. Du weißt, was das Witzige ist? Der Golf 3, der kostet nicht mal mehr ein Viertel davon, wenn du den so fertig machst. Aktuell fahre ich noch einen Mustang. Bullet. Da kann man halt auch nicht meckern, ne? Es gibt schon gute Wagen, die fertig sind, aber ich baue mir lieber meinen eigenen und weiß dann wenigstens, was ich habe. Ich kann die ganze Karre dann auch wenigstens nachher auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Ich hätte noch einen 1er Golf. Den verkaufe ich zurzeit für 18.000. Alter, du machst hier komische Geräusche. Wie bitte? Ja, ihr macht komische Geräusche, da knarrt. Das knarrt, das ist der Mercedes, ja, das muss so. Er ist sowieso knackig. Ich hab nackig verstanden. Das auch. Das so. Ja, was denn? Ja. Was verstehst denn du? Das ist nicht verkehrt. Ich will nicht wissen, was Käfer von uns denkt. Sitzen wir da drin, ich guck nur so, was macht der da mit dem Fernglas? Guckt er uns gerade an? Okay. Alter, irgendwas stimmt bei euch nicht, ey. Wo wohnt ihr? Auf dem Dachboden oder was? Warum? Ja. What the fuck, wir sind alleine! Hä? Hey? Nein! Wir sind alle aus dem Dienst! Anna! Und Sturm und Wein! Nein! Ich glaube, ich muss mal was ölen, du! Ja, aber gewaltig! Oh mein Gott! Warte mal! Ich glaube, ölen bringt da nichts mehr! Lass mal die Zelle nachfahren. Ich würde einschläfern. Ich geh dich mal gleich. Ich hol dich mal gleich. Sollte auf jeden Fall beide wieder laufen.
Super, vielen lieben Dank. Alles klar, danke dir. Tschö. Ja, wenn unser neuer Mercedes da ist, ne?